Willkommen zurück zu Man of Medan mit Schnurrer und Fuba. Hallo. Moin. So, ich bin unter Wasser, du bist an Deck. Du Landratte. Richtig, ich bin an Deck und guck mir jetzt nochmal die Bilder an. Deswegen keinen Ärger. Oh, ich habe hier noch ein Bild unter Wasser. Mit einer Version. Okay. Als ob die, also ich, die Blonde, einen Herzinfarkt oder sowas kriegt hier. Okay. Das ist ja krass. So. Ich funke euch jetzt an, glaube ich. Okay. Duke an Alex. Duke an Julia. Habt ihr was bekommen? Ja. Aber? Ist kein Bock zu. Ich hab gerade was angeklickt, deswegen antworten wir wahrscheinlich nicht. Ach so. Da war ein Bild in einem Rohr. Mhm. Und jetzt zieht sie ihre Taucherausrüstung ab, aus, damit sie ins Rohr kommt, passt. Aha. Also brauche ich dich erstmal nicht anfunken. Gerade nicht. Dann gucke ich mal durchs Fernglas. Oh, Tintenfisch. Oh, ich sehe da hinten und so einen weißen Punkt. Könnte auch ein Wasserfleck sein. So ganz hier heuer ist, wäre das hier aber auch nicht. So. Kann ich das wieder einschalten? Wetter ist gut. Das Wetter ist gut. So, ich gehe mal zum kleinen Bruder. So. Kann mir das Bild nochmal angucken oben? Aber sie bekommt keine Vision. Was ist, Suche läuft, durchsucht das Gebiet, 1 sauber, 2 sauber, 3 sauber, okay. Ah. Ach, sie das geht war aufs... ein Rettungsflugzeug, was wir da gerade uns. Ah, also sie kann die eine Tür übrigens unter Deck aufmachen. Mhm. Und, da ist nochmal ein Bild drin. Warum behalte ich die bloß? Das sah so aus wie Piraten, die auf so einem kleinen Motorboot oder so auf unserem Schiff sind und Waffen ziehen. Oder war, ich glaube, das war, wie heißt er? Der große Bruder, glaube, hat die Waffe genommen. Ich habe gerade eine Patrone rausgezogen. Okay. Jetzt haben wir einen. Huch. So, haben wir jetzt zumindest schon mal eine Patrone, sagst du, ja? Ja, als ob man die noch benutzen kann. Ja. Huch. Sicher ist sicher. Ach hier, ich kann hier vorne an die Schublade noch, oder was? Da war ich vorhin gar nicht dran. Also das war ja 100 pro ein Rettungsflugzeug für das Schiff, wo wir waren. Okay. Ich habe noch mal einen Zettel. Ich lese dir mal vor, ja. Warte, warte. Das Ganze. Das ist mein eigener Zettel. Da steht meine Anschrift drauf und dann: Sehr geehrte Frau Dubois, mit diesem Schreiben weisen wir Sie formell darauf hin. Oh, jetzt abgebrochen. Oh, da kommen die mit dem Motorboot. Da vorne ein Boot. Oha. Das sind die aus der Vision. Dann war dein weißer Punkt wahrscheinlich das Boot, wa? Kein Boot der Küstenwache. Das kann sein, ja. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Das ist komisch. Sei einfach still und sag nichts Dummes. Bin jetzt okay? Im Cockpit angekommen. Okay. Oh.
Siehst du auch die Videosequenz oder was? Ja. Hey, verschwindet hier! Was soll das denn werden? Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du, würden 10 Mäuse reichen? Mein Fehler, sagen wir 20. Oh Mist, meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Okay, Jungs, ihr könnt echt gut feilschen. Schon gut, hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Hä? Wir hauen ab. Los! Wir brauchten wohl kein Geld. Du Vollidiot. Was? Sie sind weg, oder? Du bleibst trotzdem ein echter Vollidiot. Danke, Conrad. Klingt bei dir aber komisch. Du bist das Letzte, Conrad. Nicht das Letzte. Ich bin. Siehst du immer noch oben die Sequenz jetzt an Bord, oder? Nee, ich bin unter Wasser immer. Achso. Sprachlos. Du hast bloß kurz gesehen, wie die angekommen sind, oder? Nein, was anderes. Ach so. Ne. Er hat mit Geldscheinen geworfen, dann sind sie abgehauen. Wer ist denn er? Okay, sie kommen jetzt wohl wieder rauf. Kommt ihr wieder rauf gerade? Jetzt, ja. Okay. Jetzt haut das Boot ab, ja. Dein Grill, Junge. Anzünden geht klar. Den Jungen schminkt ihr mal ab. Wer hat denn mit Geldscheinen geworfen? Na, hier der Miss Sunnyboy hier. Ah, okay. Mr. Oh. Richmond. Lol, er wollte gerade den Grill anmachen. Jetzt brennt's. Jetzt muss sie einen Feuerlöscher holen. Das sieht aus unter Wasser, ey. Was? Dass das brennt, oder was? Ja. Sorry, Fliss. Echt jetzt. Erst nachdenken, dann machen. Schon mal gehört? Das wäre schlau. Ich gehe voll aggro die ganze Zeit auf ihn. Hey, was zum Teufel ist hier los? Hey JJ, keine Panik. Einfach meinen Grill in die Luft gejagt. Conrad, bist du bescheuert? Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Den juckt's, ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Leider konnten wir es nicht ganz unversehrt wieder verlassen. Was? Wieso? Wegen der Tauchleine. Wie schlimm? Also erstens, das Cockpit ist weg. Was für eine Scheiße! Was, wegen der Tauchleine? Da ist irgendwas durchgerissen, da, keine Ahnung. Okay. War zu straff oder was weiß ich. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark? Direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Und manche, die Sie bestimmt später bereuen. Mhm. Könnte sein, ja. Ja, jetzt haben wir kein Geld mehr wegen dir.
Wieso? Ich hab das nicht runtergeworfen. Ja. Ich war ja die Frau. Brad, das war Wahnsinn. Das war wie eine Zeitreise. Kein Witz. Tja, es war wie eine Zeitreise, bei der man aus Versehen in einer Vergangenheit landet, in der alles unter Wasser liegt und voller Muscheln ist. Und Haie. Haie? Grauer Riffhai. Ah. Hey, ich war ganz schön nervös. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trink mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich such ihn mal. Oh, da steckt da ein Geschoss im Flugzeug. Hm. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Ach, jetzt bin ich der kleine Bruder, okay. Hahaha. Du bist immer noch. Du bist wie ein offenes Buch mit Schrift. Warum kann ich ihn ja nicht anklicken? Ich kann schon aus der Ferne sehen, dass was ist. Ich bin wirklich nur ein bisschen abgelenkt. Julia? Bist du glücklich? Das ist die Kamera. Da kann ich nichts machen, oder? Ach doch. Die Fotos hast du gemacht alle, oder? Nö. Da schwimmt einer vor. Die Leiche habt ihr auch fotografiert, okay. Dann ist das automatisch gemacht worden. Dann sitzt da noch einer. Also vom Cockpit vorne sind auch Bilder drauf. Mit dir schön. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Also. Holen wir sie. Wann passiert. Weiß schon. Irgendwas Magisches. Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Oh, ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Bier. Oh. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Hey. Du kannst es schon machen, oder? Ich kann doch, doch. Alex, scheiße, Mann. Wart ihr im Flugzeug, als es zerbrach? Oh, kam gerade noch raus. War haarscharf. Naja, scharf waren auch die Zähne vom Hai. Was? Oh ja, hatte ich dir nicht gesagt, dass es hier Haie gibt? Nein. Die meisten sind ungefährlich. Klar, die netten Haie. Die netten Haie. Also, können wir wegen des Unfalls nicht mehr tauchen? Ich sag es jetzt noch einmal fürs Protokoll. Ins Flugzeug zu gehen war super gefährlich offensichtlich und doppelt so illegal. Okay, jetzt ist es passiert und wir müssen den Rest unseres Lebens lügen. Sonst droht uns Knast. Ich schweige wie ein Grab. Und? Morgen wieder darunter? Bist du jetzt weggegangen, oder? Ja, ich müsste den Koffer holen. Naja, ein bisschen zu gefährlich für meinen Geschmack. Wir haben oben beschlossen, dass wir über den Tauchgang... Achso. Nicht so weich sein. Ich such dann jetzt mal Julia. Jetzt suchst du mich, geh mir doch nicht auf den Sack. Ich nee, ich nicht. Alleine sein. Das ist doch der große Bruder, nicht ich. Ja. Man hat das immer nur eine gewisse Zeit, Sachen zu untersuchen, das ist ja doof. Inzwischen ist Schluss. War mir zu viel. Frauen, stimmt's? Ja, Frauen. Die gibt es. Das stimmt. Ja, definitiv. Besonders die eine. Die steht auf den kleinen Bruder, ich sagte das. Genau hier. Leute, ich hab grad gedrückt, wollte gerade was fragen. Hä?
langsam. Wie bitte? Vorsicht, wenn die Dekompression zu schnell war, solltest du weniger trinken. Alex, alles okay. Ist sicher keine Taucherkrankheit. Nicht immer. Manchmal treten die Symptome erst später auf. Stunden oder sogar Tage. Die was? Ja, das ist, wenn man zu schnell wieder auftaucht. Dekompressionskrankheit. Nerd. Kleine Stickstoffblasen, die sich im Blut bilden. Tut tierisch weh. Ich mein's ernst. Jedes Jahr sterben Taucher an Dekompressionskrankheit. Und deshalb sagt Dr. Conrad, wer hat, der soll auch trinken. Entweder geht's dir gut oder du brauchst was, um den Schmerz zu lindern. Julia, du solltest jetzt wirklich keinen Alkohol trinken. Komm schon. Im Ernst jetzt? Du lässt dir was vor. Das musst du jetzt entscheiden, ne? Möchte nur noch mal sagen, Herzinfarkt. Ich bleib besser bei H2O. Ich will nichts riskieren. Ui. Okay, Leute. Hört was mal her. Was ist mit dir los? Manchurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also es muss mehr Bier für die Männer bleiben. Ja, Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Da war ein Flugplan, der es anscheinend als Rettungsflugzeug ausgab. Ja, macht Sinn. Nach dem Krieg machte man aus Langstreckenbombern Rettungsflieger. Und dieses Flugzeug wurde abgeschossen. Das war übersät mit Einschusslöchern. Da war ein Steckschuss im Flugzeugrumpf. Ha. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Ach, komm schon. Niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Und wieder. Ah. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Well, kennst du eine Gruselstory? Ja, ich hab was gehört, dass hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Aus der Bildzeitung. Bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut. Und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Finde mal den Blick von ihr so geil. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Ich erzähle nur die Fakten, ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen, mit einer Axt. Weißt du, manchmal muss man die Fakten aufhübschen, um eine tiefere Wahrheit zu enthüllen. Ist okay. Okay, also, wer war's? Die
Frau sagt, das war mein Mann, und wendet sich dem Schrank zu und sagt, er ist da drin. Ah ja, der Ehemann. Und deshalb traue ich der Ehe auch keinen Zentimeter. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Alter. Nicht schlecht, Kleiner. What? Ach komm, das war nicht gruselig. Letztens hast du sie besser erzählt, aber guter Versuch. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haier geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha, wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Ich bin raus. Oh, das Wetter wird wirklich schlechter. Blitze. Ich glaube, wir werden nicht so ganz gut schlafen. Alex. Und wer bin ich? Weißt du das? Quadrat. Nein! Ich sollte was drücken. Falsche Tasse. Ich hab verkackt. Sorry. Nichts Neues. Du auch. Ich hab aber getroffen. Okay. Das sind aber nicht die vom Schiff. Noch zwei. Okay. Doch, das ist der vom Schiff. Die mal das Geld hingeworfen hat. Was in Knebeln? Wie denn? Ich habe gehofft, dass du ihn nicht entknebelst. Bin fast frei. Vielleicht war das auch die falsche Entscheidung. Thank you.
Hey, also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich hab sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Wir müssen uns befreien, sofort. Genau. Jetzt kommt die Vision nämlich von dem... Keine Chance. Scheiße. Ist er jetzt frei? Nein. Passt doch mal auf. Ich hab's echt geschafft, auszuweichen. Ich komme später. Niemand weiß, dass ihr hier seid, meine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Ich weiß aber nicht, ob er die Waffe hatte oder Conrad. Du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Ich glaube, er zückt jetzt die Waffe. Ja? Oh ja, so behandelt man eine Lady. Frag mich, wo der kleine Bruder ist. Stimmt, der war da gar nicht in dem Raum, ne? Ruhig. Bitte. Hör auf, Mann. Wir beenden das später. Wir befreien uns hier gerade. Okay. 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 Ich tue jetzt mal so, als wäre ich nett. Alex hat, glaube ich, die Waffe, naja. Schwarkopf, halt die Scheißfresse. Hey, verlass dich drauf, den schlagen Fliss und Julia die Köpfe ein. Nicht andersrum. Es scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Ja. Wo ist denn mein Bruder? Ich weiß nicht. Er ist bestimmt okay. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Vor allen Dingen ist ja nicht so, als wenn er das nicht eigentlich weiß. Was passiert ist? Sie haben nach unseren Eltern gefragt.
Was? Wie viel Geld sie haben. Ach so. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Gehen wir strategisch vor. Wir können sie überraschen, ausschalten. Überraschen wir sie. Nehmen die Knarre. Sie könnten sich wehren, aber wenn wir die Knarre haben, ergeben sie sich. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut! Das hören Sie! Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich kletter aus dem Fenster, an der Seite entlang und greife sie an. Wir greifen sie von hinten an. Lass uns nicht hier, okay? Okay. Na, ob das funktioniert? Besonders müssen wir jetzt bestimmt wieder genau präzise. Ja. Das überhaupt wir gedonnert? Wir haben nicht gewartet, ja. Das hat nicht gedonnert, ne? Nee. Wir sind so blöde. Ich wollte nämlich sagen. Oh. Ich muss weißt wieder du, ich hab ganz. 2 Tasten gedrückt. Nein. Und haben sie dich jetzt gefunden, oder was? Ja. Ich hätte sogar fliehen können. Oh, ich hab's fallen lassen, weil ich die Taste nicht gedrückt habe. Ich hab zu spät gedrückt. Nein! Ich bin tot. Du bist echt. Bist nur ausgenockt. Hör zu. Du warst wieder er. Ja, ja. Jetzt habe ich das Messer. Ich habe mal eine Taste geschafft. Okay, in der Vision habe ich wirklich ihn gesehen. Mit der Knarre. Geh aufs Boot! Hol Hilfe! Los! Das Kind will mich umbringen, Olson. Oh, da konnte ich jetzt nicht weg. Lass ihn los. Jetzt! Alex, das ist verrückt! Runter von unserem Boot. Euer Boot. Ich bin jetzt der Captain. Mach die Arschlöcher fertig. Mal gucken, mit wie vielen wir hier rauskommen. Runter von unserem Boot. Los. Okay. Das ist deine Schuld. Was ist denn jetzt passiert? Sie ist tot. Ernsthaft? Ich glaube ja. Nimm die. Benutze sie, falls nötig. Oder ist sie am Herzinfarkt gestorben? Nein, da war Blut an ihrem Körper. Okay. Du, genau hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bon de con! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule!
Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei-Gold? Von dem Mandschurei-Gold? Fahren wir da hin, oder was? Ist okay. Ich bin da. Ist okay. Alles wird gut, JJ. Wie konnten wir nur so dumm sein? Und dabei haben wir noch Glück gehabt. Tot sein. Was hast du dir gedacht? Ich hätte nicht gedacht, dass er schießt. Okay, jetzt haltet die Fresse! Mach mal halblang mit dem Gangster-Getue. Ich glaube, du verstehst nicht ganz, wie schlimm deine Situation ist, Süße. Schon. Wir vertreiben nur unsere Zeit. Seid still. Der Kapitän sagt, halte den Mund. Also bitte. Oh, falsche Tasse. Sitzen bleiben. Es kommt immer so überraschend. Du, komm jetzt mit. Heraus, wie lange der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Krummes? Dann gibt es Konsequenzen. Verstanden? Duke of Milana bittet Wetterbericht. Over. Duke, wir hören Sie. Ist alles okay? Over. Jetzt bei dem Typen draußen oder was? Ja. Okay. Ihr verdammten Schweine, kommt damit nicht davon. Die Polizei kriegt euch noch. Träum weiter. Der Ozean ist riesig. Man kommt leicht davon. Nein! Nein, falsche Tasse. Oh, Kacke. Oh, jetzt hilft er mir auch noch. Alles geht besser. Oder bist du das? Nee. Ich bin dein. Einheiche getroffen. Siehst du das Schiff? Ja, okay. Unser Schiff, ja. Oder welches Schiff meinst du? Ja. Schmeiß alles über Bord, hä? Helfen, aber sie macht nichts. Lol. Hey. Bewegung. Jetzt. Was zum Teufel, Alex? Nicht jetzt. Danke, schätze ich. Was ist passiert? Das Schiff sehe ich. Nein!
allen Dingen ist das nicht mal unter Wasser. Das schwimmt da einfach. Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Ja. Was, ja? Ich will es wissen. Ich habe auch neugierig gemacht. Sie sind sich einig. Hier ein Hinweis. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest... Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Ah. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. War das jetzt der Hinweis? Ich habe keine Ahnung. Oder das davor, was ich mir das nicht davor, merke. Das davor mit dem Reim. La porte! La porte! Vite! La porte! Genau, lass doch mal da an Bord gehen. Junior, retire la tête à l'image. Achso, die machen das jetzt. Kannst du damit nicht wegfahren? Wahrscheinlich, ja. Hm. Los! Kennst du den Raum noch? Nö. Nee, ich auch nicht. Ach so. Jetzt spielen wir wieder. Ja. Dann können wir jetzt Folgenpäuschen machen endlich, wa? Gut, dann Spitze, bedanke dich. Bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.